Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ich kann den Witz ja machen. Heute sind ja, glaube ich, nicht so viele, die sich darüber offended. Wir machen gleich Two Girls, One Planet. Und das habe ich noch nicht gemacht. Das kann ich euch mal zeigen. Was passiert, wenn man nicht zahlt? Findet ihr nicht so witzig, kann ich euch sagen. Also ist so wie in echt. Leute, die nicht zahlen, kommt eher nicht so gut. Versuchen wir mit dem Schraubenschlüssel dagegen den Bus zu hauen. Ja, hab ich schon. Funktioniert auch, gut. Geht auch. So, jetzt gehen wir rein. Ich möchte gerne rein. Danke. Dann tröte mal. So. Und jetzt warte ich einfach mal. Ja, yeah, die haben die, ich glaube, die hat nicht mal zwei verschiedene Haarfarben. Ich glaube, die hat vier Fallschiebende. Ne? Ich glaube, ja, blond, drei, rot. Drei oder vier waren es. Ja. Also, wie gesagt, jedes Mal absetzen und allerdings nicht absetzen, da wo sie jetzt mal eben kurz erstickt. Dann hat sie nur eine Haarfarbe und ist tot. Hey, ich bin beschäftigt. Stecken Sie Ihre Cashcard in den Laser. Ich steck doch nicht meine Cashcard überall rein. Was ist das denn hier? Safer Cashcard, sage ich euch. So nicht. Das ist keine Cashcard für eine Nacht. Okay, auf geht's. Wir sind ja nicht der Super Seducer. Du hast noch nicht alles gesehen. Du weißt gar nicht, was da noch alles kommt. Und ich hab richtig Angst davor. Ich freue mich schon auf den dritten. Der wird so schlecht. Und auch schon wieder so gut. So, Südamerika, ne? Ach so, können wir ja da. Dann machen wir doch. Einmal nach Lima, da ist gutes Klima. Ha. Das finde ich prima. Okay, ich höre schon auf. Danke. So. So fängst du langsam an, noch schlimmer zu reimen als ich. Ja, ich streng mich an. Also. Das macht mir Angst. Hä? Wo willst du denn hin? Zack, wieso willst du schon wieder gehen? So, warte mal, ist da irgendwas Neues schon passiert? Reporter gewinnt 20 Millionen in der Lotterie, kriegt aber nur 10. Dr. Doolittle unterhält sich blendend mit Tieren. Und war ein scheiß Remake in der letzten Version. So. Ah, wieder. Natürlich. Wenn Zack etwas kann, dann Labyrinthe. Habe ich dir schon gesagt, dass ich die alle scheiße finde? Nee, aber du wirst es mir wahrscheinlich sagen. Ich finde die alle scheiße. Warum geht's denn da schon wieder nicht weiter? Hab mir gedacht. Ja, lauf einfach mal weiter. Da geht's... Hä? Da kam ich doch gerade her. Dann lauf halt wieder. Ja, mach einfach. Irgendwann kommst du schon an. Das ist doch bescheuert. Ich weiß, ich habe da so eine Verzögerung. Ich glaube, links geht's weiter. Nee, er sagt ja schon wieder hoffnungslos verlaufen. Ja, das sagt er immer. Ach so. Ich verlaufe mich auch andauernd in meiner Vierzimmer-Villa. Oh, da sind wir. Gott. Und da heulst du, dass du dich hier verlaufen hast, oder wie? Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich... Ach so. Sie können mich mieten übrigens, also das ist... Und ich sage es immer gern, ich bin gar nicht so teuer. Ich nehme auch noch Centstücke. Genau, für 10 Cent höre ich auf zu singen. Alter Inka-Vogel, Vogelplatz, nur mit getrockneten Brotkrümen füllen. Machen wir. So, benutze Brotkrumen mit dem. So, jetzt brauchen wir schon mal den blauen Kristall. Mhm. Genau, benutze blauen Kristall. Ich glaube, das Ding holen kann man noch nicht. Dafür brauchen wir den gelben, glaube ich. Ne? Aber die können die Vorarbeit machen oder sowas, ne? Ich glaube, man kann was anderes holen. Ach so. Das sind ja zwei Augen, wo du rein kannst. Ah! So, dann fliege mal. Fliege vogelfrei. So, gehen wir mal ins rechte Auge. Das können wir, glaube ich, noch nicht mitnehmen, oder?
Wenn das die Maschine ist, dann geht's noch nicht. Nee, das geht noch nicht. Kannst ja mal probieren. Der Vogel sagt, das ist zu schwer. Na, siehste? Das ist bestimmt ein Papagei. Hier, Polly, ein Keks. Das können wir nehmen. Polly will Kakaokeks. Sag doch gleich Oreo. Wirst du dafür bezahlt? Kauft unbedingt viele Oreo-Kekse und ich werde scheißenreich. Natürlich. Nimm mal die Schriftrolle mit. Alles, kauft alles von Nestle. Ganz wichtig. Unsere Verbraucherministerien können nicht irren. Das ist ein ehrlicher Verein. So, und einmal. Muss ich das abgeben? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube ja. Mach das lieber. Ach, jetzt kommt der schon. Oh, der hat's eilig. Das heißt, das ging nicht? Das heißt, das muss ich nochmal wiederholen? Ich glaube, du musst dann nur nochmal hingehen und dann zum Vogel wechseln. Der gibt dir das dann. Okay. Na gut, erstmal schmeißt er mich ja wieder. Hatte ich nicht noch die Nasenbrille an? Kann natürlich sein, dass er die abgenommen hat. Frechheit! Ich bin einer von euch! Ich bin genauso doof! Ja, pack du da die ganzen Sachen rein? Hast du auch schon mit dem Indie-Poster? Oh, der Bob-Laser-Bot da oben. Den gab's ja auch noch. Achso, den Hut habe ich ja schon an. Gut, kann ich schon nicht mehr. Ja, es dauert jetzt ein paar Minütchen. Super! Hätte man sofort immerhin, mal. Immerhin kannst du gehen. Ja! Keiner weiß wohin. Aber es ist doch einfach nur abgeben, oder nicht? Ich meine, es kommt mir sowieso vor, dass diese Version irgendwie schneller ist. Weil wir dann jetzt. Vielleicht hast du wirklich die Emulation zu schnell eingestellt. Das kann natürlich sein. Ja, gut, das ist ja die normale Scum-Version. Keine Ahnung, was sie da wieder für einen Mist gemacht haben. Mal schauen, ob du deine Nasenbrille noch hast. Gehe ich von aus. Ja, weil wenn nicht, dann musst du mit dem Seil runterklettern. Ach so, um die Sachen wieder zu holen, ne? Genau. Obwohl, das können wir nochmal machen, genau. Das ist so mal eine gute Idee. Obwohl, ich frage, habe ich ein Seil? Wo kriegt man nochmal das Seil her? Hä? Siehst du die Nasenbrille noch? Da ist das Seil. Ich hab's also tatsächlich noch. Ja, mal hin. Das ist weg. Oh, haben sie die konfisziert? Wie machen sie das denn? Also gut zu wissen, den Gag kannte ich nicht. Nee. Zum Glück hast du das Seil. Das ist die Hardcore-Version, oder was? Alter! Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, extra für japanische Systeme den Schwierigkeitsgrad nochmal erhöht. So, dann muss ich mir sagen, wie kriegt man das Ding auf? Mit einem Schraubenschlüssel wirst du wahrscheinlich nicht. Ja, mit irgendwas, ein Messer oder sowas. Ja, machst du das kaputt. Ja, eben, mach das Messer kaputt. Mach das kleine Messer kaputt, das ist eine gute Idee. Ist doch schon erledigt. Ah, schade. Das ist doch schon erledigt. Deswegen überlege ich gerade. Drahtschere.
Schraubenschlüssel. Ja. Taschenmesser haben wir nicht. Genau, haben wir schon. Drahtschere war der Trick. Gut. So, Seil. Aber ist ja geil, ey. Nehmen Sie die Brille ab, ey. Ja gut, ich meine, ist ja klar, du in dem King ist ja wurscht. Was war er denn? Du Hornochse! Benutze Seil und er springt. Du bist geil. Ein Eindringling! Wie kommst du denn hier rein? Weiß nicht. Da mit dir rein! Da war ich doch gerade schon vor einer Minute. Du bist doch mich erinnern. Ich bin doch derjenige, den du die Nasenbrille geklaut hast. Kann ich jetzt meine Sachen haben? Schnauze! Gut, aber einen Vorteil hat es jetzt. Du bist jetzt weniger vergessen als vorhin. Es geht schneller. Ja, genau. Ist das geil, ey. Ja, du es gibt hier verschiedene Lösungswege bei Zack McCracken. Also das haben sie, also Zack ist ja noch, was würdest du sagen, doppelt oder dreifach so groß wie Manic Mansion. Aber sie haben halt ein paar Sachen nach meiner Meinung zu groß gemacht. Also die Labyrinthe nerven gewaltig. Ja. Und das nervt gewaltig. Weil wie halt, du brauchst du irgendwas falsch. Warten wir auf den Bus. Das macht nicht so viel Spaß, sondern das macht Frust. Wäre jetzt natürlich ein interessanter Gag, wenn Annie die Nasenbrille benutzen könnte. Aber ich habe die auch nicht irgendeinem gegeben oder so, ne? Nee, du hast ja eben vorhin gehabt. Nimmt die tatsächlich der Elvis-Verschnitt weg? Dass du sie da verlierst? Na, das nicht. Ja, wo ist sie denn? Die hat er mit Sicherheit bei sich. Du kannst ja mal. Du musst ja sowieso den Schrank öffnen, bevor du da abhaust. Ja. Beziehungsweise bevor du da, weißt du schon. Nee, ich geh vorne raus, ne? Na gut, du gehst jetzt erstmal vorne raus. Du kannst dann ja auch hochklettern. Nee, ich kletter runter und dann gehe ich vorne raus, ne? Und zwar ohne Brille. Komm, das machen wir doch schon. Ah, ist tatsächlich. Nasenbrille ist nicht. Oh, die ist tatsächlich im Schrank jetzt. Das kann auch sein. Mach mal die Tür zu, genau. Ich glaube, du musst das Seil der Tür befestigen. Glaub. Ah, das wird der Fehler sein, genau. Deswegen ist der runtergefallen. Stimmt! Deswegen fällt er runter. Ja gut, schließen kann ich noch nicht. Ja, also bist noch nicht so weit in deiner Ausbildung. Nein. Hast gerade erst angefangen. Du darfst öffnen, aber noch nicht schließen. Richtig. Telekolleg Closing noch nicht absolviert. Telekolleg, was ist? Das hast du aber schon verstanden. Was ist? Hello, this is the WDR Telekolleg and now talk about what is. What is a term to see in an adventure what happens in the room. And if you are waiting for words... You can become German Sportsman. Ich könnte ja jetzt den guten alten Boris Becker-Witz machen. Ich kämpfe um jeden Satz, aber hier kämpfen wir um Wörter, ne? Ist das vielleicht Glücksrad? Hopp oder top? Wenn du den Moderator noch hinkriegst, bist du gut, also. Es gab dummerweise zwei. Ja? Ja. Ich kenne beide namentlich nicht. Der eine war der Ösi, das weiß ich noch. Gehers. Genau, richtig, genau. Richtig, mit dem ganzen Charme. Ja? Ich bin ja ein großer Fan. Grüße hier nach Wien. Ja? T-Shirt. Morbide, schleimig und guter Kaffee. Ihr habt gewonnen. Aber sie ist ja kein Opernball. Was macht eigentlich der Herr? Wir können ja jetzt gerade mal, wir warten auch noch Begriffe. Was macht denn jetzt eigentlich der Luger? Ich meine, seine Mausi hat er ja auch nicht mehr. Was macht ja, jetzt eigentlich ja, der... Er freut sich, dass er dieses Jahr weniger Stress hat. Was macht Mörtel ohne Opernball?
Haben wir uns das eigentlich schon gefragt? Hat da Frauke Ludewig schon mal einen Bericht zugemacht oder so? Wahrscheinlich macht er das Ganze jetzt virtuell. Oder eine Zusammenstellung der letzten 10 Opernbälle überhaupt. Best of. Genau. Number 10. The Top 10 im ORF. So diese typischen geilen so YouTube Top 10s, ne? Number 12, Number 13, Number, ja. Vor allem, wenn es Top 10 heißt. Ja, richtig. Natürlich. Ja, natürlich. Ruhe, sonst öffne ich, mache ich ein Pokémon-Karten-Opening. Vorsicht. Ich dachte, du springst da nochmal runter. So, schließe. Jetzt kann ich schon mal schließen. Ah, sehr schön, dann schließ mal. Und der erste Witz des Tages, schließ mal den Muskel. Was sind Muskeln? Du weißt, wir haben seit über einem Jahr keinen Sport mehr, so ungefähr. Okay, das ist dann bei mir über 20 Jahre. So, da ist es. Da ist es. Das war der Fehler, genau. Ja, genau. Ja, siehste. So, jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Du kannst ja auch die Maschine verstellen. So. Stimmt, das habe ich noch nicht gemacht. Warte mal, ich kriege hier die Kristallscherbe habe ich wieder und den blauen Kristall habe ich. Da ist auch die Nasenbrille, tatsächlich. Die nimmt er mit. Die packt er also mit da rein. Mhm. So, jetzt haben wir mal Ruhe. Jetzt kannst du die Nasenbrille wieder tragen und rausgehen. Das mache ich auch. Aber jetzt hast du gesagt, ich soll an der Maschine rumspielen. Aber mach das mit der Nasenbrille vorsichtshalber. Er ist doch. Sehr gut. Ich sehe das doch mit einer halben Minute Verzögerung. Vergiss ja, es nicht. Ja, kannst mir noch. Ich weiß doch, was ich tue. Ich habe nur eine DSL-Leitung. Das dauert bei mir so lange. Das ist egal. Das ist ein altes Spiel. Da reicht auch ein 56K-Modem. So 14.4. Huch, ich verliere den Verstand. Was war das? Zählt er mir jetzt ein? Ein Eindringling! Hä? Wieso? Ach, ich dachte, du wärst ein Eindringling! Ich bringe deine Artefakte in einem sicheren Ort, du Arsch! Eigentlich könntest du freiwillig in die Zelle reingehen. Ja, das geht, dann holt er dich da raus. Seil ignoriert er. Mhm. So. Komisch, dass es dem aber nicht auffällt, dass es genau dieselben Artefakte sind wie vor 5 Minuten. Ja, dem fällt auch das Seil nicht auf. Also, er ist jetzt nicht der Pfiffigste. Falls das noch nicht so rüberkam. Dummdi-dumm. So. Genau, bis bald. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das nochmal hinkriegen. Ich weiß auch nicht mal, was auf der Schriftrolle steht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, ob du diese überhaupt entziffern kannst. Das kann, glaube ich, wieder Andy nur machen. So, jetzt haben wir den Schraubenschlüssel mal benutzt. So. Einmal Cashcard. Wie klappt nicht? Hä? Dieses Spiel treibt mich manchmal in den nackten Wahnsinn. Ja. Yeah. So, nochmal nach Lima. Ich würde auch nicht die Cashcard im Bus benutzen. Hab die nicht so. Ist doch gut. Weil hier musst du den Mist ja nicht machen, witzigerweise. So. Einmal wieder durch den Dschungel. Weil das so unterhaltsam war. Hat jemand verlaufen?
Ach, diesmal ist eine andere Fluglinie geflogen. Ja? Ja, war angenehmer, der Flug. Ja. Das ist immer noch der Opfer der Verblödung. Was ist eigentlich, wenn ich eiskalt hier zurückgehe? Das interessiert ihn wahrscheinlich gar nicht, ne? Finde ich hier eine Zivilisation wieder? Den kenne ich gar nicht. Den kenne ich gar nicht. Hey, Zack, du kannst lustig sein. So, jetzt speichere ich aber hier. Ich meine, es kann natürlich sein, dass der Gag ist, dass du nicht beide Augen gleichzeitig machen kannst, sondern dass du es nur hintereinander machen kannst. Gut, du kannst im zweiten Auge ja eh nicht viel anstellen. So. Dann speichern wir wieder mal den Mist. Ja. Ach, du kannst die Cutscene auch gar nicht abbrechen. Oh. So. Ja, wunderbar. Wie du schon gesagt hast, alles da. Alles richtig. Lies Schriftrolle. Das ist ein intelligenter Vogel. Ich kann es nicht lesen in einer bizarren Sprache. Ja, ist ein schlauer Vogel. Zup. Einmal zu Zack. Und abhauen. So. Und in den Dschungel. Aber schnell. Ja, geh doch rein. So. Haben wir. So. Jetzt kann ich gleich mal gucken, wo Annie ist. Also wir müssen sowieso mit Annie nach London, sagtest du, ne? Annie muss auf jeden Fall in London irgendwas anstellen. Ja, ja, genau. Wir müssen... Weil da können wir dann den gelben Kristall ja herstellen. Ja, ja. Von dem wir den anderen Teil noch brauchen. Gut. Hm? Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und... Mitten im Dschungel? Wir sind doch schon da. Ah, bis wir gleich sehen. So, ich setze einen Cut. Die.